Hey Girls, ich bin Vivian Willen von Willen TV und in diesem Video möchte ich dir 5 Punkte verraten, mit denen du die perfekte Drag-Augenbraue hinbekommst. Also dranbleiben! Bevor wir richtig loslegen, falls du mich noch nicht abonniert hast, dann ganz schnell hier unten auf Abonnieren drücken und auch auf das kleine Glöckchen, damit du immer informiert wirst, wenn neue Videos von mir online kommen. Also, Drag-Augenbrauen. Vorab möchte ich einmal sagen, es gibt kein richtig oder falsch grundsätzlich, denn die Regeln, mit denen ich das euch heute erklären möchte, beziehen sich halt mehr auf Beauty-Make-up, also so ein klassische Gesichtsformenlehre, woran man sich orientieren kann, wo was ist im Gesicht. Aber natürlich ist Drag-Make-up ganz oft Character-Make-up, was schon fast dahin geht, dass man eine Maske ins Gesicht malt, also einen Gesichtsausdruck, eine Mimik permanent ins Gesicht malen möchte. Like these judgmental brows. Deswegen gilt das natürlich nicht immer. Es gibt natürlich zum Beispiel auch diese Sad Brows, die eher hier so außen sitzen. Oder wenn man jetzt zum Beispiel Bianca Del Rio anschaut oder Kimchi, das ist alles irgendwo ganz so anders im Gesicht. Aber wenn du Schwierigkeiten hast, deine Augenbrauen richtig hinzubekommen oder wenn du gerade anfängst mit Drag-Make-up, ist das sicher ein gutes Video für dich, um zu lernen, woran du dich orientieren kannst bei den Augenbrauen und worauf man achten sollte. Also 5 Punkte, wie gesagt. Ich nehme mir mal kurz einen Pinsel zur Demonstration zur Hand. So. Der erste Punkt ist, vom dem Nasenwinkel gerade hoch sollte der Ansatz der Augenbraue sein. Dann vom Nasenwinkel über die Iris ungefähr, sollte der höchste Punkt sein, kommt auch hin. Und dann vom Nasenwinkel über den äußeren Augenwinkel sollte das Ende der Augenbrauen sein. Das sind mal die ersten 3 Punkte, also Anfang, höchster Punkt, Ende. Und dann gibt es noch 2 weitere Faktoren. Einmal, wo, auf welcher Höhe findet das Ganze statt und mit welcher Steigung. Von der Höhe her, ich setze meine Augenbrauen ganz gerne auf meine Normalaugenbraue hier vorne, also da mache ich den Ansatz, oder knapp darüber, also man sollte möglichst nah dranbleiben, damit es eben so schön die Augenform nicht verfälscht wird und dass man die Nase nicht künstlich nach oben verlängert. Ne? Viele Drag Queens machen am Anfang den Fehler, dass sie die Augenbraue irgendwo hier oben in so einem Bogen zeichnen und dann stimmt das alles von der Symmetrie im Gesicht halt nicht mehr so ganz. Deswegen, ich fange hier an, eben auf meiner natürlichen Braue. Und dann ist ein anderes Thema nochmal, dass es immer ganz schön ist, wenn vorne tiefer ist als hinten. Oder zumindest auf der gleichen Höhe. Es geht natürlich auch, dass ihr hinten das länger macht. Sieht man auch wieder bei vielen Drag-Make-ups, zum Beispiel bei Bianca Rio, wo das hier hinten so in so einem ganz krassen Bogen so steil nach unten geht. Aber wenn man einfach zum Beispiel so typisch europäisches Auge hat, wie ich, wo das Auge einfach mehr schief in die Richtung fällt, also genau entgegengesetzt zum asiatischen Auge, möchte man das ja so ein bisschen wieder gerade rücken, ein bisschen nach oben liften quasi. Und da ist es immer ganz gut, wenn man außen weiter oben endet als vorne, also wenn das die Linie außen höher ist. Das ist der Punkt, auf welcher Höhe findet das Ganze statt. Und dann Steigerung ist wirklich komplett euch überlassen. Ich mag es ganz gerne relativ steil, dass meine Augenbraue, meine künstliche, ungefähr in der Mitte meine normale durchsticht, so vom Winkel her. Und das mal so ungefähr zu den 5 Punkten, also nochmal zur Wiederholung. Wir haben Punkt 1, der Ansatz der Augenbraue, Punkt 2, der höchste Punkt, Punkt 3, das Ende der Augenbraue, Punkt 4. I didn't go to school for fucking math. Auf welchen Ebenen, auf welcher Höhe findet das Ganze statt, wo setzt man was an und Punkt 5, welche Steigung verwendet man, und da ist man eben eigentlich komplett variabel, ist eine absolute Geschmacksfrage. Das sind die 5 Punkte und ich werde euch das gleich auch nochmal im Tutorial zeigen. Da ist der Pinsel runtergefallen. Das sind so ein paar Tipps, damit die Augenbrauen zumindest aus der gleichen Familie sind und nicht von
unterschiedlichen Kontinenten. So, und jetzt mit diesen 5 Punkten möchte ich euch auch direkt loslassen auf mein Tutorial. Viel Spaß beim Zugucken und lasst mir gerne ein Like da. Ich habe die eine Augenbraue schon mal aufgezeichnet. Und ihr seht, ich habe so ein paar Linien eingezeichnet. Quasi genau die Linien, über die wir vorher gesprochen hatten. Und das ist ein super Trick. Gerade am Anfang, wenn man sich irgendwie ein bisschen schwer tut, dass es symmetrisch wird, kann man sich einfach so ein Stück Nähgarn nehmen. Ich habe jetzt ein schwarzes Garn, das geht ein weißes, aber genauso. Einfach aus dem Grund, dass ihr das ein bisschen besser sehen könnt, wenn ich das halte. Und ich male die Augenbrauen ja aus ganz vielen verschiedenen Gründen in der Foundation. In erster Linie, weil ich sie so einfach zigmal korrigieren kann, bis sie hundertprozentig stimmen. Und ich mache das mit dem gleichen Grundierungsstick, TV Paint Stick, nämlich in der Farbe 7W, mit dem ich auch mein Contouring mache. Und damit ziehe ich einfach einmal durch, also mit dem Faden durch den Paint Stick durch. So. Und dann kann man sich das so um die Finger wickeln. Und einfach die Punkte anmarkieren. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe extra off-camera gemacht, damit ich es auch wirklich symmetrisch hinbekomme. Aber ihr seht, ne, wenn ich hier von der Nase gerade hochgehe, habe ich hier den Anfangspunkt meiner Augenbraue. Über die Iris ungefähr ist der höchste Punkt. Und dann über den äußeren Augenwinkel das Ende. Und dann ist das auch sehr praktisch, um sich die Linien oder die Höhe und die Form der anderen Augenbraue übertragen zu können. Dann kann man sich hier eben auch den untersten Punkt vom Ansatz anmarkieren und auch den oberen Punkt davon. Genauso den höchsten Punkt am Bogen und auch zum Beispiel, wo der Bogen hier sitzt, kann man immer alles so wunderbar nach drüben übertragen. Und dann ist es eigentlich nur noch Malen nach Zahlen und das ist ganz praktisch. Ihr seht vom Steigungswinkel her, wie gesagt, mag ich das ganz gerne, wenn vorne ein bisschen tiefer ist als hinten. Ihr seht, das wäre die Linie von vorne hier und das ist die Linie vom oberen Ende. Also das ist doch ein gutes Stückchen, so ein Zentimeter circa weiter oben bei mir. Und das ist aber einfach Geschmackssache. Ich mag es eben ganz gerne, wenn man diesen gestreckten Look nach außen hat, was eben so einen leichten Lifting-Effekt direkt hat und einfach ein sehr großes, offenes Auge macht. Auch eben gut, wenn man ein sehr europäisches Auge hat, also was eher quasi nach außen gekippt ist, anstatt wie ein asiatisches nach innen gekippt. Dieser fiercere Look ist ja eigentlich immer, wenn die Augen ein bisschen nach innen kippen oder zumindest gerade waagerecht sind. Und wenn man die Augenbraue eben so schräg nach oben macht, dann genauso wie man eben so ein katziges Auge nach oben schminkt, was ich später auch für das nächste Tutorial machen werde, dann zieht es das ganze Auge eben schön nach oben. So, also ich mache jetzt einmal Malen nach Zahlen, nehme mir hier meinen TV Paint Stick von den Konturen und einen Torre Brush heißt der von Kryolan. Das ist eben ein ganz super praktischer Pinsel, weil das so ein ganz schmaler Concealer-Pinsel ist, würde ich jetzt mal sagen. Und aber eben ein sehr schön langes, gerades Stück Pinselspitze hat. Und dadurch kann man eben sehr, sehr schön Linie an Linie an Linie stempeln und muss nicht freihand eine Linie malen. Also ist einfach wesentlich einfacher, eine gerade Linie damit hinzubekommen. Und das heißt, ich setze jetzt hier vorne an. Hier hatten wir gesagt, ist der Anfang meiner Augenbraue, also gehe ich von da los. Da hatte ich mir anmarkiert, wo der höchste Punkt vom Bogen ist. Also zack, 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 habe ich hier schon mal die Unterkante und Sekunde, da sollte das Ende sein. Also müssen wir das nur noch nach hier außen verbinden. So, dann ist hier der höchste Punkt und dann verbinde ich das wieder hier mit dem höchsten Punkt von vorne. Und so ist es wirklich so ein sich hinstempeln an die Form eigentlich nur. Dann fülle ich die aus. Und vorne lasse ich so ein bisschen frei. Denn da setzen wir später Weiß in die Mitte. Ihr könnt es auch komplett ausmalen und dann das Weiß drüber setzen. Ist eigentlich egal, wenn man es in der Foundation macht. So. Okay, muss jetzt auch noch nicht super sauber sein, denn das Saubere kommt dann erst
durch den hellen Ton, mit dem man die ganzen Kanten dann wieder sauber zeichnet. So, ich habe jetzt nochmal den gleichen Pinsel genommen mit Kevin Aucoin, The Sensual Skin Enhancer. Das ist eben so eine ganz stark deckende Camouflage-Creme, die ich auch für meinen hellsten Ton in der Mitte vom Gesicht verwende. Und da habe ich mir jetzt hier schon ein bisschen was auf dem Handrücken getan. Einmal glatt streichen auf dem Pinsel. Und dann kann ich damit die Konturen nochmal sauber stempeln hier. Also alles, was mir irgendwie zu fuzzy geworden ist, kann man jetzt damit wirklich einfach schön nochmal zu geraden Linien machen. So. Außen mache ich eigentlich immer gerne erst unter der Augenbraue, weil ich hier an der Stelle dann immer so ein Stückchen noch rausnehme, damit das hier noch mehr Bogen bekommt. Und dann nehme ich außen immer lieber von unten als von oben weg, damit ich wieder diesen Lifting-Effekt habe. Wenn ich jetzt von oben wegnehmen würde, wird die Augenbraue mehr nach unten gehen. So ziehe ich sie wieder mehr nach oben. Also nehme ich von unten weg, was mir zu breit geworden ist für meinen Geschmack. Und dann kann man das gleich auch nochmal von oben machen. Und dann entsteht hier immer so eine sehr harte Kante und da gehe ich einmal ganz gerne einmal so in dem 90-Grad-Winkel quasi fast an diese Ecke und flache die so ein bisschen ab, dass das hier so eine Rundung wird. So, ich habe das jetzt mal sauber gemacht und nochmal ein bisschen nachkorrigiert. Als nächstes verwende ich jetzt den Locket Concealer von Kat Von D in Farbe Whiteout, also ganz rein weißer Concealer. Und damit setze ich mir einfach zwei so Lichtpunkte in die Mitte. So, hier vorne. Und hier auch. Und damit highlighte ich auch im restlichen Gesicht, also habe ich es im Großteil vom Gesicht schon gemacht, bloß in der Stirn jetzt noch nicht. Und dann nehme ich mir quasi so den Ansatz der Augenbraue vorne in die Mitte von meinem Stirnhighlight mit rein, um diesen Ombre-Effekt zu erzeugen. Ja, an den Augenbrauen nehme ich mir jetzt einen bisschen kürzeren Blendepinsel, so einen Buffer, würde ich jetzt mal sagen, ist das. Ist aus dem Prism Brush Set von Beauty Bay. Werbung, by the way, wurde mir zugeschickt. Finde ich echt gut, kann ich nur empfehlen, sind echt schöne Pinsel. Halten auch bisher sehr gut, also ist nichts kaputt gegangen bisher. Und der heißt Blurred Lines. So, und damit, also genau, eigentlich genau das, was wir wollen, eben Blurred Lines. Einmal hier so drüber buffern, vorsichtig. Auch ein bisschen am Handrücken zwischendurch abstreifen, falls es doch zu viel Concealer war. Und damit kann ich so diesen Ansatz der Augenbraue verblenden, dass dieser Ombre-Effekt entsteht. Und dann gehe ich nochmal mit meinem Beauty Blender drüber. Dann fixiere ich die Augenbrauen mit dem gleichen Puder, mit dem ich auch die hellen Partien von meinem Gesicht fixiere. Und mache eigentlich immer erstmal mein gesamtes Make-up. So, jetzt kann ich die Augenbrauen nochmal ein bisschen vertiefen. Ich verwende dazu von Kat Von D Super Brow Longwear Brow Pomade in der Farbe Blond und einen super dünnen, so einen feinen, abgeschrägten Pinsel vom Beauty Bay aus dem Prism Brush Set wieder. Der heißt Winging It. Und dann nehme ich mir ein bisschen was von der Augenbrauenpomade auf, streicht das einmal auf dem Handrücken so aus, damit der Pinsel richtig schön spitz und scharfkantig ist. Und dann setze ich erstmal in der Mitte an und fange hier an, so ein paar Härchen zu zeichnen. Nach vorne muss ich dann langsam so nach und nach immer weiter die Richtung wechseln, sodass es nach vorne zu dann die Haare nach vorne stehen, so wie es bei einer natürlichen Augenbraue auch wäre. Da wechselt sich dann nach vorne zu auch die Richtung irgendwann. Und dann verbinde ich hier das an der unteren Kante, also ziehe hier eine Linie durch und die kann man dann auch so ein bisschen nach oben ausblenden, dann entsteht so ein bisschen so ein Verlauf. Und dann würde ich die untere Kante noch ein bisschen vertiefen mit einem Lidschatten. Ich nehme da den Soeva Pinsel
322 von Soeva. Das ist ein ganz kurzer, flacher, abgeschrägter Pinsel. Und ich nehme mir wieder aus meiner M.M. Mitchell Palette, Monday heißt der Ton, so ein dunkelbraun. Ganz wenig, ganz vorsichtig, dass es nicht zu dunkel wird. Und gehe damit hier an der Unterkante entlang, um hier noch so ein bisschen mehr Tiefe reinzubekommen. Erst wieder in der Mitte ansetzen und nach vorne zu dann auslaufen lassen, dass es nach vorne zu leichter wird. Und dann nach außen zu gehe ich immer weiter hoch damit, dass ich es so nach oben immer weiter rausblende. Damit wieder auch so ein Ombre-Effekt dabei entsteht. Und um nach vorne wieder diesen Ombre-Look zu bekommen, dass es vorne nochmal so ein Ticken heller wird, nehme ich mir Stargazer Pressed Powder White mit einem ganz großen Blenderpinsel, der heißt Perfect Blend, auch wieder von Beauty Bay aus dem Prism Brush Set. Und damit blende ich dann einfach hier vorne so ein bisschen drüber. So entsteht dann wieder so ein Ombre-Look, dass es vorne heller ist als dunkel und die Augenbraue nach vorne hin in das Highlight in der Mitte der Stirn übergeht. So, das ist der vollständige Look. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir doch gerne einen Daumen hoch oder schreibt mir in die Kommentare, was ihr euch in Zukunft an Videos von mir wünschen wollen würdet. Und wenn ihr wissen wollt, wie ich diesen sexy Smoky Eye Look mit dem Glitter und everything geschminkt habe, dann schaut auch nächsten Sonntag wieder rein bei Villain TV, bei Vivian Villain. Viel Spaß beim Ausprobieren.